Ja, der achtet auf seine Fitness, Alter. Selber schuld, ey. Was für ein Noob, ey. Der will Selber schuld. gesund Also leben, ich will ja Alter. nicht mehr laufen. Ich will ja nicht mehr Der laufen. Chris will nicht mehr laufen, Alter. Oh Mann, das war der Mega-Hit des Tages heute. Was ist Scheiß auf Laufen, Alter. Ja, scheiß auf Laufen, Zukunft von Alter. morgen will nicht mal mehr atmen. So, aber jetzt mache ich hier mal anständiges Spiel. Nicht so wie vorhin gegen dich. Stimmt, da ist ja voll auf Die haben einen jeden Goalie, sind die dumm. Ich mache dir eine Vorlage. Fall. Okay, das Nice war keine Vorlage, Vorlage. Alter. Ja, Ich gerne. frag mich, wie viele Prozent der Rocket League-Spieler jetzt gerade Rumble suchten und wie viele trotzdem noch Normal spielen. Ich glaube, die meisten suchten Rumble. Ja, ich glaube was. Wie viel würdest du sagen in Prozent? Wie viel wären das ungefähr? Über 50%. Wow, Alter. Ja, Das das. ist wie wenn du sagst, Vorlage? ich bin hinten im Tor. Das ist wie wenn du sagst, Schade. Spieler spielen Rocket Rumble. Spieler spielen Rocket Rumble? Ja, so heißt doch der Modus, oder? Ja, Rumble-Modus. Ja, aber würde ja auch Rocket Rumble heißen. Nee. Weil ich glaube. Warum sollte der Rocket Rumble Ja, weil heißen? das Rocket League, das Spiel heißt Rocket League und der Modus heißt Rumble. Also Rocket Rumble. Und? Hä, das macht gar keinen Hä, Sinn. wieso macht das Wenn keinen denn Sinn, Rocket Alter? League Rumble? Das ist irgendwie eine komische Oh, Namensgebung. scheiße. Oh, nö, Alter. Was hast du? Der Ball ist dumm runtergekommen wieder. Vor allem er sagt Thanks, er hat damit gar nichts zu tun gehabt. Und er hat nicht mal das Tor gekriegt, Alter. Nee. Das Veteranen sind beides Veteranen. Oh, und ich bin nur Profi, Alter. Oh. Oh, du kleiner Ab Profi. welcher Stufe ist man ein Veteran? Ab Scheiße, 30. muss ich noch eine ganze Stufe steigen, Alter. Ich bin Wow, gerade eine mal ganze 29 Stufe. jetzt geworden. Aber wir haben die letzte. 29, Wir du alter haben jetzt Sack. die letzte Woche, also letztes Wochenende vor allem und dieses Wochenende aber. Warte mal, wir haben gar kein Wochenende. Ach, pass auf! Boah! Du. Scheiße, das war nicht Alter, stark. klar. Ich hab's verkackt, ich hab's verkackt. Weil ich wollte gerade sagen, wir haben das letzte Wochenende und dieses Wochenende Rocket League gesuchtet. Vor allem haben wir gar kein Wochenende, wir haben Mittwoch, Alter. Das kommt mir irgendwie so vor, als ob das schon ewig Ja. wäre, Alter. Nee, aber tatsächlich so seit Samstag eigentlich sind wir richtig am Rocket League suchten, Alter, seitdem der Modus Ja. draußen ist. Richtig krass. So, jetzt machen wir mal die Bildschirme an. Wollen wir mal? Fuck, Kannst du Alter, das? ich hab den dir Hast du gelassen, das ich hab den dir hinkriegen? gelassen. Ja, ich hab ihn Ja, ist verkackt. okay, ich spring noch mal rein, irgendwie. Versuch mal. Ja, sehr Ich hab mir selber vor. gut. Sehr So, jetzt gut. haben wir mal die Bildschirme angemacht, jetzt geht's los. Oh, kalt! Es wird vielleicht noch eine Runde, die sich auf YouTube lohnt. Oh Gott. Ja, damit auf jeden Fall. Gebe ich zurück. Du Gehen wir hast. zurück ins Studio. Was ist Sportkommentator, Alter? Rülpst erstmal fett einen ab, damit gehen wir zurück ins Studio. Oder was auch immer lustig ist, so Einstellungen, wo die Moderatoren gar nicht wissen, dass die online sind. Nice, Dass nice. die gerade auf Sendung sind. Und dann irgendwie Ja. rülpsen oder irgendwie In der Nase ja, oder bohren. einer Praktikantin gerade richtig schweinische Sache oder so sagen. Auf den Arsch Ja, klopsen. genau. Und damit gehen wir zurück. Hey Baby. Und damit gehen wir zurück ins Studio, Tom. Tom ist auch Du so dieser hast. typische Nachrichtenmoderatorname. In jeder Sendung, Ja. South Park, Simpsons, jeder Nachrichtenmoderator heißt Tom. Ja, gibt's auch andere Namen außer Tom? Aber es ist so dieser typische amerikanische Klischee-Nachrichtenname, Tom. Oder John? Ja, John. Nee, John ist eigentlich so der coole Typ. Jawohl, Alter. Wie nice ich den einen abgewehrt habe. Okay, jetzt hättest du ruhig rauskommen dürfen. Scheiße, ich stand zu weit im Tor. Ich hätte es geschafft, wenn ich nicht so weit drin gestanden Ich hab hätte. den einen dort noch richtig gut blockiert, Alter. Und ich dachte, ich bin da extra weggefahren, weil ich dachte, du holst den. Ja, aber na gut, okay. Ja, guck mal, wir haben noch über 2,5 Minuten Zeit. Easy, Alter. Ja, schaffen wir. Aber ich habe in dem Guide-Video zu Rocket League gesehen, man soll sich immer quer ins Tor stellen, wenn man denn eine bessere Möglichkeit hat, Stimmt, abzuwehren. du kannst nach rechts und links schnell ausweichen und du kannst Ja. springen ja trotzdem. Du kannst ja trotzdem springen. Alles Ja. Problem ist halt nur. Damit gehen wir zurück ins Studio. Na warte mal, stimmt, wenn du. Ah, Ja, scheiße. eigentlich ist es sogar echt gut, wenn du, selbst wenn du Ballkamera ankast, siehst du ja trotzdem, was im Spiel vorne passiert. Ja, eben. Gut, es sei denn, es gibt Leute, die ohne Ballkamera spielen, soll es auch geben. Finde ich prinzipiell Ja, dumm. finde ich auch dumm. Aber der Bram von Pete's Meat zum Beispiel, der macht das. Der spielt ohne Okay. Ballkamera. Ich verstehe einfach nicht, wie das funktionieren soll. Muss man sich halt Oh Junge, ausprobieren, das ne? war jetzt nicht so geil. Aber der geht nicht rein. Oh, Oh, vielleicht doch, oder? Junge, Alter, Oh, mach's halt noch spannender. shit, man! Der hat schön verkackt.
Oh Mann, ey. Jetzt hau ich den mal vor. Das Ding ist halt, es gibt ja auch Leute, die das mit Tastatur spielen, ne? Was ich auch nicht verstehe. Ja, die haben halt keinen Controller, okay. Aber die jetzt als geistig. Ja, aber GLP, GLP spielt ja alles mit Tastatur, ne? Der spielt sogar GTA Autorennen mit Tastatur. Und Rocket League. Ja, wenn er keinen Controller hat, dann. Das kann ich halt einfach nicht nachvollziehen. Ja! Das ist GLP, der könnte sich 100.000 Controller kaufen. Ja, aber wenn er halt mit Controller nicht klarkommt und nie eine Konsole hat und so, also ich finde das jetzt nicht so schlimm. Er hat aber alle Konsolen. Auch schon auf Konsole gespielt, ganz oft. Ja, aber wenn er halt so sagt, ja, nee, Controller ist nicht so sein Ding, dann finde ich das voll legitim. Aber Tastatur ist doch übel kompliziert, ey. Wenn du die. Ah, guck mal, Mensch ist ein Gewohnheitstier. Vorlage. Mensch ist ein Gewohnheitstier, Alter. Wenn der sich an irgendwas gewohnt hat, dann. Weißt du, never change the running system, hat mein Kumpel zu mir gesagt. Das ist auch richtig so. Den Spruch hat dein Kumpel aber nicht erfahren. Natürlich nicht, aber er hat es mal zu mir gesagt und das fand ich eigentlich ganz gut. Ach, das ist richtig. Never change the winning team gibt's auch. Na, wenn's da. Was Alter, ja, ja wenn es danach ginge, dürfte im Fußball keine Transfers mehr abgeschlossen werden, Alter. Heute gab's wieder einen Transfer. Der ja, nicht... wenn das Team nur noch gewinnt, dann ist das auch gar nicht mehr nötig. Ja, aber es gibt ja andere Teams. Und wenn die Spieler ewig leben. Ja, aber es gibt ja andere Teams, die dann die das siegende Team auseinanderkaufen, verstehst du? Ja. So, und das. Also heute gab's wieder einen Transfer, Alter, wo ich richtig gekotzt habe, Alter. Alter. Ich habe den gerade in Rückwärtsgang gebackflippt, geblockt. Ich bin schon ein bisschen impressed. Oh, Tim, welchen Transfer gab's denn heute, der dich so aufgeregt hat? Ey, Fußball juckt mich halt auch nicht. Ja, aber die Welt. Welchen Transfer gab's denn, lieber Tim? Und zwar Marvin Stefaniak, der beste Vorlagengeber der dritten Liga und jetzt momentan ein super Spieler der zweiten Liga. Hat für 2017 bei Wolfsburg unterschrieben und verlässt Dresden, Alter. Ein absoluter Leistungsträger für 1,5 Millionen, Alter. Das ist eine lächerliche Summe, Alter. Dresden hätte dafür mindestens gut, 4 Millionen raus. Namen absolut nichts sagen. Ja, aber der Welt da draußen wird das vielleicht was sagen. Egal, wir haben fast ein Tor gemacht, aber... Gibt es eine Welt da draußen? Alter! Vorlage! Go! Ich bin weg, Alter. Ich kann da nichts machen. Scheiße. Ja, ich hätte dir vorher Bescheid sagen sollen. Nee, sorry. Kannst du ja auch nie wissen. Aber, oh, ficken, Alter. Oh, jetzt eine Flasche Ficken. Oh. Was machst du? Nein! Das kann nicht wahr sein. Das ist nicht dein Ernst. Das kann nicht fucking nochmal wahr sein, Alter. Weil ich war so überrascht von dem, was du da machst, dass ich gar nicht reagiert habe, ey. Oh, scheiße. Alter, es gibt es nicht. Das habe ich verkackt. Ich habe kein Spiel gesucht. Ja, aber du bist drinne. Ist es jetzt trotzdem noch ranked? Ja, Wettkampf, okay. Ja. Ah, dann ist ja gut. Hast du? Nee, du hab ich. Musst. Zylinderpower! Lacker-Power würde ich es eher nennen. Ha! Zylinderpower, nice, Alter. Wie im Training, Junge, wie im Training, Alter. Du mit deinem Lacker-Anstoß und ich mit der Vollendung eines Messis. Eines Messias. Schön rüber gelüpft. Genau. Direkt GG, die Gegner können eigentlich direkt aufgeben, du hast. Jo. Wir sind eigentlich zusammen, sind wir fast, also bis auf meine Dummheit fast unschlagbar. Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, es gibt da noch Leute, die besser ja, natürlich, sind. Aber so, wenn vorstellen. Wir in der Liga jetzt spielen, meine ich, sind wir... Ja, wir sind schon relativ gut, muss man sagen. Naja, es gibt jetzt bestimmt Zuschauer, die irgendwie sagen, was für ein Dummel ist, Alter. Die können ja nicht mal richtig fliegen, Alter. Wie definieren die denn gut? Die definieren gut gar nicht. Ja, vor allem wir spielen eigentlich nicht mehr richtig im Team. Ich mache eine Vorlage und du machst sie rein. Oder auch nicht. Oder doch. Nee. Besser. Oh, das war echt knapp. Das war zwar knapp. Ich versuche nochmal eine Vorlage zu machen. Oh, erstmal Boost. Wurde geblockt. Alter, es gab keinen Boost bei mir hinten, warte. Boost ist momentan im Sonnenschussverkauf. Alter, den ersten Flach. Warte, ich bringe in die Mitte. Ich bringe in die Mitte. Okay. Ja, war gut. Der ist auf dem Weg. Fast verhungert, Alter. Auf dem Weg nach Vertania City. Das hat mein Coach damals immer gesagt beim Fußball, der ist unterwegs verhungert dabei. Oh shit! Er geht nicht. Aber der gleich! Nein, fuck! Oh, nein. Alter, was sind das für Noobs? Alter, nice! Alter! Das war richtig GG. Du hast ja auch nicht Pokémon gespielt, ne? Mach ihn! Ja! Reingebitscht. Das war jetzt richtig lucky. Der war gut. Schöne Vorlage von dem. Ja. Hast du jemals Pokémon gespielt? Nee, noch nie. Weder gespielt noch geguckt, noch sonst irgendwas mit Pokémon gemacht. Alter. Ja, gucken braucht man das auch nicht, aber spielen, Alter. Das war der heiße Scheiß damals, Alter. Das war der heiße Scheiß. Aber ich war noch zu jung dafür. Also ich habe diese Ära nicht mehr mitbekommen, weil ich einfach zu jung für war.
Achso. Ja, was waren denn deine Ära? Yu-Gi-Oh! Ja, okay, da bin ich auch noch voll reingekommen. Als ich damals in die Schule gekommen bin, so bis zur zweiten Klasse war Pokémon cool und danach immer Yu-Gi-Oh! Da hatten wir einen in unserer Klasse, der war richtig dumm, der hat Yu-Gi-Oh! Karten gegen Kartenfolien getauscht. Alter, weißt du auch, wie dämlich ist der denn? Was? Ja. War eine Vorlage? Alter, das ist ja richtig behindert, Mann. Yo, ich hab hier eine geile Karte, zerstört das komplette Spiel, Alter. Und alle Gegner, Alter. Yo, ich geb dir 3 Folien dafür. Richtig dämlich. Das ist echt richtig wertunverhältnismäßig. Also, da, ich wusste selbst in der Grundschule, dass das eine dumme Aktion ist. Aber ja, hast du auch noch, in der Grundschule hatte ich damals auch noch diesen Beyblade-Hype mitbekommen. Ja, das war auch krass. Beyblade, let it rip. Das hat sich auch eine ganze Weile gehalten. Das stimmt. Ich hab mal beim Dosenwerfen ganz viele Beyblades und eine Beyblade-Arena gewonnen. Das fand ich geil. Beyblade-Arena haben wir uns selber gebaut damals noch mit Lego und Büchern und so einem Scheiß, Alter. Haben wir Bücher zusammengebaut wie so eine Arena, Alter. Und haben dann 5 verschiedene Beyblades dort reingeschmissen und gegeneinander fighten lassen. Das war geil, Alter. Das war Spielzeug, weißt du? Alter! Das war Spielzeug, wo man noch... Ich weiß nicht, so in den 10 Jahren wird es sowas gar nicht mehr geben, Alter. Nee. Vor allen Dingen, Beyblade ist ja eigentlich nur ein Kreisel. Ja, aber das ist halt das ideale Spielzeug, Alter! Das war das Tor des Jahrhunderts! Ich muss erst mal auf den Tisch kloppen, Alter. Ja, weil ich wurde zerstört, hab trotzdem Tor gekommen, alles klar. Kein Problem. Ja, nice GG, Alter. Das Zeug von deiner Qualität. Ja. Das Bild... Ich mache Tore aus dem Himmel das heraus. Das Bild, Alter, ist noch auf so einem leeren Boden festgesteckt, Alter. Ja, aber wie gesagt, Beyblade hatte ich damals auch ein paar gehabt. Ja. Aber irgendwann ist das dann auch einfach eingeschlafen, so. Ja. Das war das Schlimmste eigentlich. Ja, wie jeder Hype. Ja, irgendwann ist... Irgendwann ist es halt einfach vorbei. Nice, Alter, die können sich nie entscheiden, Alter. Alter, ist das easy. Das war jetzt wirklich easy, Alter. Ja. Die Gegner gehen bestimmt gleich auf, denke ich. Mhm, denke ich auch. Wie unkoordiniert die um den Ball drum rumlaufen. Einfach mal kurz den Fuß reingehalten. Ja. Was gab's denn noch so für Hypes damals in der Schulzeit, Alter? Pornos. Alter, ist klar, Chris. Ab der 7. Klasse ging's los? Nee, das ging bei mir tatsächlich schon ab der 6. los. Ich kann mich erinnern, als mit meinem ersten Handy, das war noch so ein Klapp-Handy gewesen, glaube ich. Alter, die guten alten Klapp-Handys so ein Sony, von Samsung und Motorola. Nee, ich hatte so ein Sony Ericsson Klapp-Handy bekommen. Hatte schon Farbdisplay und alles. Und ich kann mich erinnern, damals, das war in der Mittelschule damals, irgendwie so 6., 7. Klasse war das gewesen, hat irgendein ein anderer Schüler auf seinem Handy tatsächlich ein Lesben-Porno gehabt. Das hatten ganz viele von uns. Und? Wir hatten sogar mal eine aus unserer Klasse, die hat von sich selbst ein Porno gemacht und das allen aus der Schule gezeigt. Was, Alter? Die hat sich einfach unten eine Fernbedienung reingesteckt und hat das allen gezeigt. Oh mein Gott, so. Alter, das ist ja übel halt, krank, Alter. Das war halt so typisch Hauptschule, ne? Also, die denken auch nicht nach. Das ist ja richtig abgeschlossen. Ja, gut, vielleicht wenn die vorher schon diesen Ruf dieser Schulhure hatte, dann ist das ja eh egal, also. Nee, hat sie ja nicht. Wir dachten ja, die ist ein bisschen normal. Also, die sah schon so ein bisschen schlampig aus. Aber halt, ging halt alles noch. Aber ich bleibe jetzt mal stehen, weil der ist nur noch alleine, das wäre voll unfair. Dann mache ich das jetzt nur noch. Er hat auch keinen Bock mehr. Nee, doch, er fährt mal. Er ist stehen geblieben. Sowas erleben die Kids heutzutage gar nicht mehr, ne? Nee, ist echt so. Aber war das früher noch ganz was Besonderes. Heute Leute, ist das so auf dem Schlurf. Ey, hast du schon das neue Video auf YouTube Porn gesehen? Ja, ist voll langweilig. Ja, echt so, Alter. Heute hat jeder Mittelschüler... Grundschüler vielleicht jetzt noch nicht so, aber jeder Mittelschüler ab 5. Klasse ist Smartphone Standardtechnologie, hat jeder, Alter. Ja. Ich hab neulich erst in der Bahn, also nicht neulich, sondern heute. erst in der Bahn. Damals? Damals vor langer Zeit. Wo ich draußen erst so drei war. Mädels. Wo ich draußen war, Alter. Wo ich mal draußen war, seit 100 Jahren. Im RL. Also drei Mädels gesehen, die von der Schule kamen, weil hier eine Schule in der Nähe ist. Und die setzen sich so in der Bahn, quatschen so für 5 Minuten. Und ziehen dann alle ihr Handy raus. Ziehen sich alle aus. Und nee, oh Gott, das hab ich nicht sehen wollen. Danke. Und haben einfach nur mit dem Handy gespielt, so für die letzte halbe Stunde in der Fahrt. Die haben sich nicht mal mehr angeguckt, nicht mehr was gesagt, einfach nur auf ihr Handy die ganze Zeit gestarrt. Ja, das ist irgendwie, es ist ein Für und Wider, also
Wisst ihr, ja. Also ich könnte es mir auch nicht mehr vorstellen ohne WhatsApp und ohne. Ja, klar, aber wenn man noch andere Leute um sich herum hat, mit denen man erzählen kann. Ja, okay, das ist dann wiederum. Also das ist dann schon ein bisschen arm. Also, wenn ich jetzt mit Kumpels mich irgendwie treffe und wir gehen einen trinken oder so, dann ist das Handy einfach mal für 3 Stunden nicht anwesend, so weißt du? Dann quatscht man einfach oder macht vielleicht Bilder oder sowas maximal mit dem Handy oder. Weiß nicht. Oh Gott, ich bin zu schlecht. Also. Der ist aber auch nicht gerade der Beste, Alter. Was ich auch noch sagen wollte, ich wusste noch ein bisschen. Damals, wie gesagt, mit meinem ersten Sony Ericsson Handy und da war, hat dann, wie gesagt, jemand so ein Lesbenporno halt auf dem Handy gehabt und wir hatten das über Infrarot, hatten wir uns das gegenseitig geschickt, das kenne ich auch noch. Mit Infrarot, Alter, da gab es dann nicht mal Bluetooth. Und ja, das war so, hat man das sich so unter vorgehaltener Hand, hat man sich das dann so. Echt? Wir haben das auf dem Pausenhof geguckt? Ja, haben wir. Gezeigt. Nein, das haben wir nicht gemacht. Aber wir haben das alles so geheim gehalten, dass die Lehrer nichts mitkriegen, weil es war nämlich auch Sommer gewesen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es derselbe Typ war, aber ich glaube, irgendwann mal hatte der ein Porno auf dem Handy gehabt, wo die sich gegenseitig so anscheißen und sowas. Also richtig ekelhaft. Two Girls, One Cup. Nee, das war es nicht, aber es war auch gleichwertig ekelhaft, obwohl ich mich damit nicht auskenne. Und das war wirklich richtig räudig gewesen und das hat halt mal ein Lehrer gefunden oder eine Lehrerin irgendwie rausgefunden oder keine Ahnung, ob es der irgendeinen erzählt hat oder so. Und der hat richtig Probleme gekriegt, Alter. Der hat richtig Probleme. Ja, Eltern war da, Schulverweis war im Gespräch, alles mögliche. Also der hat richtig Probleme gehabt. Hey, aber was ist das? Ja, okay, für diese Art kann ich es schon irgendwie ein bisschen nachvollziehen, aber wegen sowas? Ja. Also man ist mitten in der Pubertät, man probiert sich halt aus, das ist doch eigentlich ganz normal. Ja, aber ich finde, wenn man Pornos auf Handy hat, wo sich Weiber gegenseitig anscheißen und ankotzen und so, dann finde ich, ist das schon irgendwo eine psychische Störung, Alter. Das ist grenzwertig, aber. Aber noch voll legitim, Alter. ich sag mal, wenn man in der Pubertät ist, probiert man sich halt aus, so ist das halt. Ja, ne? Alter, aber trotzdem, ich weiß nicht. Also, ja, gute Geschmackssache, egal.